Jetzt erkläre ich einmal kurz, warum ich bei dem Landcruiser keinen Karline Rostoppreimer nehme, sondern nur zwei Schichten ML als Rostopp. Der Rostoppreimer würde hier am Rahmen gut funktionieren. Das ist alles schön glatt genadelt. Da gibt es eigentlich für den Rostoppreimer kein Problem. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, liegt eigentlich schon bei der Reinigung. Ich habe bei dem Auto 3 Stunden gestrahlt mit 150 Kilo Eis und brauchen da die aber 6 Stunden mit 300 Kilo, dass er richtig perfekt sauber ist. Das würde dann um einiges mehr kosten als der ganze Unterbodenschutz, was ich ausgemacht habe. Also habe ich den Preis etwas erhöht und habe mit 3 Stunden und 150 Kilogramm so gereinigt, dass der Rahmen ziemlich gut sauber geworden ist, aber das andere nicht so ganz perfekt. Und das gilt auch für so Stellen, wo der Eisreiniger nicht wirkt. Schaut's mal da rein zum Beispiel. Ja. Nicht einmal mit Wasser oder irgendwas würde ich das irgendwie sauber kriegen, nur nass machen. Und der Eisreiniger, der geht mir da nicht rein. Die Pellets, die springen da rum im Kreis, die schlag's wieder zurück, aber die kriegen da nichts raus. Ja. Und das ist der Grund, warum ich nicht diesen Primer nehme, sondern diesmal eine L. Und auch da hinten, wo es ganz eng wird und so, wo die Eisballets nicht rein wollen. Gell. Da kann ich jetzt auch hergehen und das mit dem ML einsprühen. 2 Schichten. Dann wird das, was jetzt nicht perfekt sauber ist, gut unterkrochen. Das kann unterkriechen und kann diesen Rost stoppen. Nach der ersten Schicht sollte man 30 Minuten warten. Ich warte 1 Stunde. Und dann mache ich die 2. Schicht und warte wieder 1 Stunde. Das ist einfach dann sicher. Und das Überschüssige, weil es ist sehr dünnflüssig, das muss man dann abtupfen. Weil dann erwischt man an vielen Stellen ein bisschen zu viel. Wenn sich dann dort Tropfen bilden, dann muss man die abtupfen. Gell? Das zu viel ML würde wieder eine schlechte Verbindung schaffen. Ne? 2 Schichten ML, die erste, dass alles unterkrochen wird, die zweite, dass alles zugeht, dass es zumacht. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Und das Überschüssige, die Tropfen, das tut man dann schön abtupfen mit einem Fetzen. Ich nehme immer so einen alten, da liegt zum Beispiel einer, so ein altes Mikrofaser durchgeht, perfekt für sowas, das nimmt das perfekt auf. Ja. Und diese 2 Schichten ML machen uns den Roststopp. Da war zum Beispiel das. Kannst du nicht einmal nadeln gescheit, gell? Aber das ML zieht rein. Ja. Und da ist mir der Rostopp jetzt eigentlich zu wenig, gleich für die Stellen am Rahmen. Das macht das ML auch. Gell? Ich kann das nicht so gut mischen, wahrscheinlich. Ich könnte jetzt da einen Rostopp vorspritzen, 3 Stunden warten und dann nochmal ML drauf. Aber mir ist das, da kommt mir sinnlos vor, wahrscheinlich. Da nehme ich lieber komplett ML, 2 Schichten gut ablüften lassen, das Überschüssige abtupfen und dann ein Metallic drauf. Und dann hält es. Wir müssen einfach schauen, dass wir da maximales Unterkriechen zusammenbringen, weil er nicht perfekt gereinigt ist. Das ist leider so. Bei den alten Auto mit der Panzergülle geht es halt nicht anders, gell? Und ich mache auch nie mehr so ein Auto. Der ist mir zu hoch. Ich mache alles auf die Knie. Ich habe ein kaputtes Knie, kann ja keiner was dafür. Ich habe ein Kreuzleiden, ich habe so ein Beckengut jetzt geholt von der Apotheke, genau genommen vom Vater vom Gerald. Der hat ihn von der Apotheke. Ist ja mein Problem nicht, aber ich schaffe das mit der Höhe nicht und mir ist das Auto auch unheimlich mit der Größe. Die Bühne biegt es her, die schafft zwar über 4 Tonnen, aber schaut mal, wie schief das Auto rum ist. Das ist total schief oben. Ne? Obwohl ich mit der Bühne perfekt auf die gleichen Punkte beim Rahmen unten aufhebe. Ja. Genau perfekt gleich, links und rechts. Und das Auto ist schief. Das heißt, dass die Bühne verbogen ist, dass die herbiegt oder was. Oder der Boden gibt nach, oder ich kann es da nicht sagen. Ne? Ist ein bisschen ein Rätsel. Über 2 Meter mache ich kein Auto mehr. Es geht einfach nicht. Da nicht hinterher mit 2,10 Meter und ich sage, ja, okay, schau mal.
Und dann bin ich schon wieder ein bisschen in die Knie und nicht mehr so gerade und krieg schon wieder Leiden. Ich bin einfach schon zu alt, glaube ich. Ja. Aber selbst der Simon hat da auch Probleme. Also von dem her kann es nicht gleich Alter sein. Ne? Ja. Aber man wird halt immer wieder schwach, und wenn er schon da steht und er hat 2,30 Meter, denke ich mir, na gut, der ist unten nicht so tief, dann kriegen wir wenigstens unten rein, aber das ist leider für mich ein einziger Kampf. Gell. Aber genug gejammert, ist mein Problem. Ich wollte eigentlich erklären, warum ich da keinen Rohstoffreimer nehme, sondern nur ML. Ne? Und der Grund ist einfach die Reinigung, die was einfach da nicht perfekt geht. Ne? Wenn man das wirklich perfekt reinigen will, dann müssen wir das so machen, wie der Johann Suppan hat es gemacht. Aber alles runter. Tank weg, alles ausbauen, Brücke weg. Weißt, so kannst du ihn reinigen, ne? So geht das. Aber da kommst du einfach in die Zwischenräume, in die Ritzen nicht so rein. Das ist einfach nicht möglich. Gell? Wir machen immer das Menschenmögliche, der Simon und ich. Und das ist halt für den Kunden finanziell noch verträglich. Und für uns das Menschenmögliche eigentlich. Ne? Mehr kann man nicht tun. Ja. Jetzt genug gequatscht. Jetzt legen wir los mit ML-Spritzen. Jetzt habe ich eine gute Stunde schon rumgespritzt, dass ich wirklich alles erwische, und die erste Schicht ist jetzt drauf. Und das lassen wir jetzt schön einziehen. Und dann machen wir noch eine zweite Schicht. Und diese Tropfen werden dann weggewischt, ne, das Überschüssige praktisch. Und das muss man halt abwarten, eine Stunde warten. Das ist die zweite Schicht ML. Die soll jetzt das komplett zumachen. Das lassen wir jetzt schön ablüften. Dann wird es ein bisschen matt. Den Rest noch ein bisschen abtupfen, was zu viel ist. Das meiste tropft eh runter, was zu viel ist. So was zum Beispiel da, diese Tropfen. Weil da kann dann das Metall nicht richtig binden. Das muss man dann ein bisschen abtupfen. Das lassen wir jetzt eine Stunde nochmal einziehen, die zweite Schicht, und dann kommt Metallic. Dann haben wir super ausgestoppt. Aber Roststopp ist eigentlich der falsche Ausdruck. Sein tut es eigentlich nur eine Verlangsamung. Auch dieser Roststopp-Primer ist eine Verlangsamung. Wenn der Rost einmal drinnen ist, kann man das nicht mehr stoppen, sondern nur verlangsamen. Das ist leider die brutale Wahrheit. Aber das wirkt wirklich sehr gut. Und alle Ritzen und Ecken und überall zieht das jetzt ein. Das ist das Tolle von dem ML. Die tolle Eigenschaft von diesem ML. Und da konnte dieser Roststoffreimer nicht so wirken. Auf diesen groben Rost und auf der Verschmutzung, die man nicht beseitigen konnte, würde dieser Roststoffreimer nicht so einziehen wie dieses ML. Das ist einfach da besser. Ich hoffe, ich habe das irgendwie verständlich erklärt. Ich tue mir immer schwer, irgendwas in Worte zu fassen. Ich bin kein Lehrer. Ich habe es irgendwie verstanden, und die Leute von der Kreis haben mir das auch ungefähr so erklärt. Und das versuche halt weiterzugeben, aber seid mir nicht böse, wenn ich das nicht so richtig schaffe. Okay. Aber zwei Schichten ML, dazwischen eine Stunde Pause. Dann abtupfen, was zu viel ist. Nachspritzen tut man übrigens auch so, wenn ich alten Unterbodenschutz habe.
ein Jahr lang, 2 Jahre lang oder 3 Winter und dann kommt er wieder, ob das jetzt Seilfett ist, Metallic oder sonst was, ist ganz egal. Wenn dann wieder Rost kommt bei den Kanten oder so oder manchen Schweißnähten, dann tut man das ein bisschen abbürsten. Das ist alles verschmutzt und schier und ein bisschen rostig. Nur das Grobe ein bisschen wegbürsten, ein ml drauf, 30 Minuten warten und dann ein Wachs, ein Fett, was du möchtest, kannst du dann drüber tun und dann ist das gut nachgespritzt. Und das ist immer nur eine kleine Arbeit, das ist keine große Arbeit mehr. Die große mache ich einmal und dann die kleine Arbeit kann man auch selbst machen. Speziell beim Räderwechsel immer. Das ist immer ein guter Zeitpunkt für sowas. Okay, lass mal nochmal ablüften. Eine Stunde kann man jetzt eine Jausenzeit machen. Ich suche mal meine Hunde. Die sind nicht mehr da. Ah, Flatti schlaft da. Das habe ich nicht. Ah, Flatti. Na, ist schon lieb.